Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Ich bin sehr glücklich. Obwohl ich eigentlich die Nacht durchgemacht habe und ich habe gar nicht geschlafen. Ich bin kaputt, alhamdulillah. Hat seine Gründe, inshallah ta'ala, dass ich durchgemacht habe. Bin ich wirklich sehr, sehr glücklich. Subhanallah, jemand schreibt mich an, ich will Islam annehmen. Alhamdulillah. Machen wir. Machen wir das zusammen, inshallah ta'ala. Einmal ich mache einen Screenshot. Mach das im Internet, aber natürlich ohne Nummer zeigen, ohne Gesicht, ohne Bild und so weiter. Macht man nicht. Und dann subhanallah, später wieder jemand und später wieder jemand. Die Geschwister haben sich also dann, die haben sich dann motiviert und haben dann den Islam angenommen und dieses und jenes. Und das ist so schön und ich freue mich so sehr, wallahi. Es haben schon, inshallah ta'ala, jetzt glaube ich fünf den Islam angenommen und vielleicht folgt noch die sechste Konvertierung heute, inshallah ta'ala, an einem einzigen Tag. Und inshallah fällt nicht der Tisch runter. Aber akher, inshallah. Ja, ich bin einfach sehr glücklich. Und subhanallah, was ich gemerkt habe, ich habe jemanden, den habe ich schon länger in meiner Broadcast-Liste und dazu komme ich noch später, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum, achi, barakallahu fiik, dies, das, etc. Du denkst, mashallah, ein praktizierender Muslim. Am Ende, ein paar Monate später, ich möchte konvertieren. Du denkst, was? Subhanallah, du hörst dich wie jemand an, der praktiziert und dies und das und jetzt sagst du mir, du bist nicht Muslim, du willst jetzt konvertieren, Allahu Akbar. Wie die Leute, manche konvertieren erst und dann lernen sie ein bisschen, manche lernen ein bisschen und dann konvertieren sie erst. Aber Alhamdulillah, Hauptsache sie konvertieren. Manche, die haben vielleicht ein bisschen so Schämen, so das ist ein bisschen fremd, jetzt in eine Moschee zu gehen, um vor 20 Leuten oder so zu konvertieren. Was auch keine Pflicht ist, muss auch keiner machen. Man kann das auch unter sich selbst machen, denn Allah subhanahu wa ta'ala sieht einen und erkennt die Absicht seiner Diener. Und das ist die Sache. Aber ich sage, guckt mal, wer konvertieren will, soll jetzt konvertieren. Auch wenn er sich gesagt hat, ich gehe jetzt nächste Woche zur Moschee. Konvertier jetzt, weil wenn du stirbst, dann bist du nicht konvertiert. Also konvertier jetzt und geh trotzdem zur Moschee und mach das trotzdem dort nochmal. Dann kriegst du halt eine Urkunde, inshallah ta'ala, einige stellen dann eine Urkunde aus und dies und das. Und das hat dann auch seine guten Gründe. Und wallahi, wer konvertieren will, der soll mich inshallah ta'ala anschreiben. Ist meine private Nummer und wie gesagt, ich habe ja, also alhamdulillah, schon seit 2016 August. Und wir sind jetzt schon über 4000 Mitglieder, alhamdulillah. Eine Broadcast-Liste und das ist privat, das sind keine Gruppen. Keiner sieht deine Nummer, du siehst keine Nummer. Du kriegst ganz einfach, als würde ich dir privat schreiben, eine Nachricht. Aber es ist dann vielleicht dafür mich, dass ich es in ein System eingebe. Zum Beispiel die Nachricht, die ich schicken will. Dann kriegst du das und kriegen es auch andere dazu. Und das, du kriegst dann jeden Tag von mir, inshallah ta'ala, islamische Nachrichten. Auch Links von diesem Kanal für neue Updates, neue Videos. Manchmal kriegst du mehr am Tag, manchmal weniger. Manchmal gibt es einen Tag gar nichts. Manchmal gibt es einen Tag vier, fünf Sachen. Ein Hadith, ein Vers, zwei Bilder mit Sprüche etc. Allahu alam, je nachdem. Und aber wenn du auch islamische Fragen hast, kannst du mich auch gerne dort fragen, inshallah ta'ala. Ist meine Nummer und ich werde dir auch gerne antworten. Hauptsache kein Spam, weil dann, ja. Und auf jeden Fall Geduld mitbringen, weil es kann ein bisschen dauern. Deswegen, inshallah, ich werde euch die Nummer einblenden. Einfach anschreiben, inshallah ta'ala. Niemand soll sich schämen. Da sind Muslime, da sind Nicht-Muslime, da sind Brüder, Schwestern, Junge, Alte. Einfach das ganze Programm, kann man so sagen. Ja, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle reichlich belohnen. Allahumma amin. Wallahi, ich schwöre bei Allah, wallahi, dass auch nur einer durch mich zum Islam konvertiert, ist mir lieber als alles, die ganze Welt. Die ganze Welt. Und ich wünsche es jedem von euch, möge Allah subhanahu wa ta'ala Menschen durch euch den Islam annehmen lassen. Allahumma amin. Wallahi, ich wünsche euch dieses liebe Geschwister im Islam. Möge Allah azawajal euch belohnen. Verbreitet das Video, wenn ihr wollt. Wallahi, weil ich bin so glücklich. Und ich würde gerne, dass die Leute mitkriegen, wie viele Geschwister wir an einem Tag bekommen haben. Und das ist sehr schön. Ich freue mich. Und vielleicht, wenn du das Video teilst, kann sein, dass ein Nicht-Muslim sich das anschaut durch deine Teilung und sagt, ja, ich will zum Islam konvertieren. Und möge Allah dich reichlich belohnen. Allahumma amin. Assalamu alaikum.